So, da ist es. Forza 7, was ich ja zusammen mit der Xbox One X gekauft habe. Ich bin persönlich bin richtig gespannt auf das Spiel. Gut, hier steht, kommt beeindruckende 4K-Grafik und so weiter. Ich habe auf der Xbox One einfach mal die Demo gezockt und muss aber sagen, das hat mich nicht so sehr geflasht. Vielleicht lag das daran, weil ich nicht an den neuen Fernseher es angespielt habe, sondern an einen anderen. Da habe ich mir gedacht, eigentlich ist da nicht viel Unterschied zu Forza 6. Aber ich dachte mir, jetzt wo ich die Xbox One X geholt habe, dann wäre es schon sinnig, vielleicht die auch zu haben. Der neue Fernseher ist ja jetzt auch schon mal da. So kann man das vielleicht auch ganz gut ausnutzen. Natürlich, Grafik das eine, wie man das Spiel spielt, ist das andere. Also es hilft ja alles nichts, wenn die Grafik top und was weiß ich wie ist und die Fahrzeuge lassen sich schlecht steuern und so weiter, aber das kann ich mir hier bei Forza gar nicht vorstellen. Bis jetzt war jeder Titel richtig gut und machte richtig Spaß, vor allem Ding Forza 6, das habe ich wirklich, also Karriere durchgespielt, alle möglichen anderen Events noch abgeschlossen, zig Stunden bei Multiplayer verbracht, natürlich andere zocken noch weitaus mehr. Und was mir richtig bei Forza 6 gefallen hat, war das Design der Autos, die man ja selber, was man schon eigentlich, weiß nicht, ob das schon bei ersten Forza Motorsport Style gewesen ist. Ich habe erst mit 2 angefangen und dann 3. Und bei 3 habe ich das nicht so sehr berücksichtigt mit dem Design der eigenen Autos. Aber ich habe zum ersten Mal bei der Forza Motorsport Reihe, also bei Teil 6, richtig das ausgenutzt. Das Design eigener Autos, was dann richtig Spaß gemacht hat. Und teilweise so 12 Stunden am Stück ein Auto zu designen, alleine schon die Motorhaube und etliche Logos zu entwerfen, das machte schon richtig Spaß. Und ich bin wirklich gespannt, ob ich die Designs von Forza 6 auch in Forza 7 verwenden kann. Denn was ich ja weiß, von Forza 6 wurde es ja, konnte man in Forza Horizon 3 es nutzen. Und ich würde mich echt freuen, wenn man es in Forza 7 nutzen kann. So, wie ihr seht, im Hintergrund lädt sich immer noch das Update. Insgesamt müssen, ja, was steht da? 95 GB kommen erstmal auf die Festplatte. Wenn ich mich nicht irre, waren es über 30 GB alleine von der CD und die weiteren über 60 werden erstmal aus dem Internet gesaugt. So. Erstmal bis gleich.